Hallo und herzlich willkommen zum Frauenherzkraft-Talk. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist in einem neuen Special, das Working Mom Special. Es sind schon ein paar Folgen gelaufen und heute habe ich wieder eine wunderbare Working Mom dabei. Es ist die Selma Sona. Und ja, ich freue mich schon darauf, was du an Geschichten mitbringst. Selma Sona, erzähl mal, wer bist du, was machst du? Danke für deine Einladung. Ich bin Mompreneur, ich bin Transformationscoach und bilde sowohl angehende als auch erfahrene Coaches in Energetic Transformation Coaching aus. Ich bin Bestsellerautorin, Herausgeberin und mache Trainings für Online-Business-Aufbau für Coaches. So, das ist so ein Teil, ein Ausschnitt von den vielen Sachen. Wow, ja, viele Sachen, genau. Also das klingt schon super umfangreich und auch nach einem vollen Tag. Ist es so? Ja, das ist so. Wie gestaltest du denn diese Tage? Also, wenn es sehr voll ist, wie strukturierst du dich? Ja, also du sagst da mal Working Mom, ne? Ich empfinde das tatsächlich nicht als Arbeit, auch wenn es sehr voll ist. Ich selbst bezeichne mich als Mompreneur. Und ich liebe das, was ich mache. Also ich habe für mich vor einiger Zeit den Entschluss gefasst, ich will nur noch das machen, was ich wirklich liebe, nur noch an den Orten sein, die ich liebe, nur noch mit den Menschen sein, die ich liebe, nur noch mit den Gegenständen. Und alles, was ich mache, liebe ich tatsächlich. Es ist gut durchgetaktet. Und das ist eben auch eine der Herausforderungen, dass ich einmal den Zeitplan von meiner Tochter, also ich bin alleinerziehend, dass ich den Zeitplan von meiner Tochter in Einklang bringe mit meinem Zeitplan. Und da darf ich wirklich gucken, dass ich das gut eintakte und dass ich die Zeit wirklich auch investiere und nicht irgendwo, ups, wo ist jetzt die Stunde hin? Ach, Link-Hopping auf Social Media oder so. Also da achte ich wirklich drauf, dass ich das gut eintakte. Also ja, ich glaube, das ist auch das A und O, dass man sich selber da, es klingt so immer so hart, ne, so diszipliniert, aber das muss es gar nicht sein, denn so wie du das beschreibst, weißt du, wenn du deine Arbeit einfach so liebst und auch die Struktur, die damit einhergeht, liebst, dann ist eigentlich alles fein. Würdest du es auch, würdest du mitgehen? Ein bisschen anders. Also ich bin kein Fan von Disziplin und fester Struktur. Ich liebe den Flow. Und manchmal weiß ich nicht, wo der Flow mich hinbringt. Und das ist total fein. Das liebe ich ja an dem Flow. Dass es eben so ein offener Raum ist und so eine Überraschung hat. Gleichzeitig reflektiere ich mich, ist das, was ich mache, eine Investition? Trage ich dazu bei? Trage ich hier einen Beitrag bei? Bringt mich das näher an meine Vision oder ist es Zeit verdaddeln? Werde ich quasi von irgendetwas konsumiert oder kreiere ich? So, und das habe ich sehr bewusst und sehr klar. Und dann entscheide ich mich auch ganz klar für oder gegen etwas. Also wenn ich merke, das wird jetzt Zeitverschwendung. Also angenommen, ein ganz konkretes Beispiel aus meinem Leben. Ich habe hier gerade so eine Situation mit einem Nachbarn, dessen Verhalten jetzt nicht so meine Wahl wäre. Also der beschuldigt mich, weil ich ja ein Kind habe und angeblich ständig Besuch, dass wir hier das Treppenhaus zerstören würden. Und vor 2 Wochen waren vergammelte, zerquetschte Weintrauben bei uns vor der Haustür. Meine Nachbarin hat irgendwie mir das per WhatsApp geschickt und so, magst du mal kurz rauskommen und so. Und natürlich habe das nicht ich und auch nicht mein Kind gemacht. So. Und jetzt könnte ich natürlich sagen, okay, ich gehe da jetzt in so einen Rechtsstreit rein und ich weiß nicht was. Also das eskaliert das alles auch auf einer ziemlichen extremen Ebene. Und dann frage ich mich, wie wichtig ist das für mich am Ende meines Lebens? Wie viel Beitrag ist jetzt so eine Auseinandersetzung für meine Vision? Möchte ich hier in diesen Ring eigentlich reingehen oder nicht? Nein, das schenkt mir keine Freude, das bringt mich nicht dichter an meine Vision, damit bin ich kein Beitrag für irgendjemanden, da will irgendjemand irgendeinen sinnlosen Kampf kämpfen, aber ja, nur weil die Person jetzt dachte, vielleicht
kann er das mit mir machen? Heißt das ja nicht, dass ich sage und ich verschwende da meine wertvolle Lebenszeit, weil jede Sekunde, die ich dort verballer, die ist vorbei, die bekomme ich ja nicht wieder. Und da, so ist das, wie ich das mache. Also ich habe das sehr bewusst, ist das wirklich Zeit, die ich genau so verbringen möchte oder nicht? Und dann wähle ich ab und sage, nee, dein Thema, nicht meins, nehme ich auch nicht an. Und was ist wirklich das, was mich erfüllt? Ja, das ist immer ein guter Leitstern, ne? Was erfüllt mich? Und auch die eigene Vision nicht aus den Augen zu verlieren. Magst du uns da mal ganz kurz mit hinnehmen? Was ist deine Vision? Meine Vision ist, also ich habe Visionen auf verschiedenen Ebenen, ja. Und eine von meinen Visionen ist, ich möchte möglichst viele Menschen weltweit erreichen, in ihre zeitliche und emotionale Freiheit zu kommen. Und das geht für mich auf verschiedenen Wegen. Und also ein Weg davon ist die energetische Transformation. Okay, super spannend. Und das als Multiplikatorin, also dass ich auch andere Menschen in die Position bringe, dass sie wiederum der Beitrag für andere Menschen sein können. Weil ich bin Multiplikatorin. Ich alleine habe einen bestimmten Wirkungsgrad. Aber wenn ich wiederum mit anderen Menschen, die wiederum andere Menschen erreiche, arbeite und die zum Beispiel im energetischen Transformationscoaching ausbilde, dann ist mein Wirkungsgrad viel größer. Absolut, ja. Absolut, so ist es auch. Und wir schaffen es einfach auch nicht alleine. Und von daher, je mehr wir inspirieren und mitnehmen können, desto besser. Ja. Wenn du sagst, so, dass du eher mit dem Flow gehst, dann, also ich habe da gerade auch schon innerlich aufgeleuchtet, weil der Flow ist etwas, was meiner Meinung nach Weiblichkeit auch ausmacht, auch uns Frauen sehr liegt, ein weiblicher Teil von uns ist. Und dem entgegensetzt diese Taktung, von der du gesprochen hast. Kannst du das nochmal genauer erklären? Also wie kriegst du das hin, dass es Taktung und Flow gleichzeitig ist? Also ich liebe Flow und gleichzeitig, ich mag nichts Starres. Ich habe so eine innere Rebellin. Wenn irgendwas vorgegeben ist, dann bin ich so... Also nur weil das von außen so ist, das haben wir schon immer so gemacht oder das macht man so, das ist für mich nicht akzeptabel, sondern will ich das so? So. Und Flow heißt für mich auch, diese Überraschung zu haben. Wie entwickle ich das jetzt weiter? Diese Offenheit wie bringe ich das in Einklang mit der Taktung? Also für mich ist vielleicht, wie ich das zusammenbringe, das so, Maßstab ist das Ergebnis und gleichzeitig ist der Weg das Ziel. Für mich gehört das zusammen. Und ich glaube, so bringe ich Flow und das mit dem Eintakten zusammen, dass ich meine Vision als Ziel habe und das ist mein Maßstab und gleichzeitig ist der Weg das Ziel. Also ich kämpfe mich nicht verbissen, diszipliniert, angestrengt hin, sondern der Weg ist für mich das Ziel. Und ich glaube, genau so funktioniert das. Ich habe das große Ganze im Fokus und gleichzeitig genieße ich diesen Prozess. Und für mich ist immer so diese Frage ganz entscheidend, gibt es mir Energie oder nimmt es mir Energie? Und das ist für mich so einfach, ob das dann für mich richtig ist oder nicht. Und manchmal ist es so, dass es sein kann, dass ich weiß, okay, genau für dieses Interview, das geht quasi bis 11:58, weil um 12 bin ich in dem nächsten Call. Und das ist für mich fein, weil das wiederum passt mit meiner großen Vision. So, und gleichzeitig ist es für mich wichtig, diesen Flow zu haben, weil das für mich Freiheit ist und spielerisch ist und Freude ist und einfach meinem Naturell entspringt. War das für dich schon immer so oder hattest du, also gab es auch mal herausfordernde Zeiten, vor allen Dingen jetzt in diesem Working Mom Kontext, also mit Kind und Selbstständigkeit? Und eben diese Taktung, die vielleicht nicht so ganz von Anfang an da war, vielleicht doch. Also wie hast du das gelöst für dich?
mit Taktung und Ja, oder also es muss noch nicht mal unbedingt die Taktung sein, aber ich weiß nicht, wie es dir geht. In meinem Umfeld, da gibt es ganz viele Working Mom-Geschichten. Also Frauen, die Kinder haben und arbeiten gehen und einfach das als Herausforderung wahrnehmen. Manchmal oder auch allzu oft kommen sie selber für sich sehr zu kurz. Und dann ist das Gesamtpaket einfach nicht nur, aber sehr häufig eine Belastung, die sie, wo sie gerne Entlastung spüren möchten. Und das ist das, worauf ich gerne hinaus möchte. Also, wie war es bei dir? Hast du es mal ähnlich gefühlt? Also auch die Zeit mit meiner Tochter, die genieße ich. Und da, auch da wähle ich ganz bewusst. Also ich habe zum Beispiel, bevor sie auf der Welt war, so ein paar Klischees im Kopf gehabt. Ja, und auf dem Spielplatz, das sind aber so auch Klischees gewesen, die ich auch von anderen Müttern gehört habe. Da wird sich dann irgendwie gemessen und so Wettbewerbe. Ja, mein Kind kann das schon. Und wie alt ist dein Kind? Und heute war der Windelinhalt in der Konsistenz und der Farbe, wo ich gedacht habe, so, oh, ich will das nicht. Das ist nicht meine Welt. Und dann bin ich von mir aus lieber alleine als in solchen Knattergruppen, sage ich jetzt mal. Also sorry, aber das ist für mich, da kann ich nichts mit anfangen. Ich möchte auch nicht über die Farbe vom Windelinhalt von anderen Menschen berichtet bekommen. Also wozu sollen diese Bilder gut sein? Und würde das kleine Wesen das denn auch überhaupt wollen, dass man das so jedem auf die Nase bindet? So, ja, so. Und dann habe ich festgestellt, okay, es gibt ein paar Dinge, die sind einfach nicht meine Welt. Mhm. Und das ist auch fein so. Und gleichzeitig habe ich festgestellt, es geht mit Kind im Prinzip alles. Es geht mit Kind im Prinzip genau alles, wie sonst auch. Und gleichzeitig finde ich eine Sache ganz, 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 ganz wichtig. Und zwar, es gibt manchmal so ein Phänomen, dass sich bestimmte Mütter aufopfern, zurücknehmen, dem Kind zuliebe und meinen das absolut gut, voller Liebe. Weinen vielleicht nachts ins Kopfkissen vor Erschöpfung oder vor diesem Schmerz, sich ständig zurückzunehmen und meinen das gut für ihr Kind. Und ich meine, es ist klar, in einem bestimmten Alter, ein Baby, was 3 Wochen alt ist und nachts weint, da kann man nicht sagen, naja, ich stehe jetzt aber mit meinen Bedürfnissen an erster Stelle und mein Baby weint und ich habe jetzt das Bedürfnis zu schlafen. Das ist ja klar. So, aber ich finde, ab einem bestimmten Alter ist das eben auch wichtig, dass wir unseren Kindern vorleben, dass wir mit unseren Bedürfnissen und unseren Visionen und unseren Vorstellungen und was uns glücklich macht und wo wir vielleicht was aushalten würden, dass wir da eben auch als Vorbild vorangehen. Und also ich möchte ein Experiment machen. Zeichnest du das eigentlich mit Video auf oder ohne? Mit. Mit, super. Dann zum Beispiel, lass uns mal ein Experiment machen, ja? Und zwar, bring mal bitte deinen Arm in die waagerechte Position. Ich mach mal mit. Ich kenne das schon. Genau, und deinem Lachen nach entnehme ich, du tust mir gerade den Gefallen und nimmst ihn sozusagen nicht waagerecht, sondern senkrecht, weil du das Experiment kennst, ja. So, und das ist aber das, was passiert, wenn wir wollen, dass unsere Kinder in der bedingungslosen Selbstliebe sind, in der Selbstfürsorge sind, in der Selbstachtung sind. Und wir leben das aber nicht vor, sondern stellen alles andere vor uns und uns ganz zum Schluss. Ja, nachdem sozusagen Business und Kind und Hund und Blumen der Nachbarin im Urlaub und. Und dann ist vielleicht noch so ein bisschen was für uns, dann leben wir auch das vor. Wir können uns nicht selber eigentlich permanent nicht achten und dann von unseren Kindern erwarten, erhoffen, dass die irgendwie Selbstachtung leben, Selbstfürsorge leben, Selbstliebe leben. Und dann finde ich es wirklich auch das wichtig, dass wir das vorleben. Dann haben wir nämlich genau diesen Effekt mit dem Arm. Wenn wir den Arm senkrecht heben,
uns nicht sozusagen achten und aber von unseren Kindern erwarten, dass die das machen, wo soll das dann auch herkommen? Richtig. So, und deshalb finde ich das ganz, ganz wichtig. Also ich habe es jetzt wirklich sehr gerne auch mitgemacht. Und das ist so ein wichtiger Punkt, den du gerade sagst. Und das Tückische daran ist, dass oft in der eigenen Wahrnehmung ist das so nicht platziert. Es wird gedacht, ich mache das waagerecht und ich mache das schon ganz viel für mich, aber das ist nicht so. Und dann ist nämlich das, was am Ende als Ergebnis rauskommt, vielleicht, dass nicht alles immer so cool funktioniert, wie man das gerne hätte. Dem entnehme ich aber auch, dass du da für dich einen super tollen Weg gefunden hast, also auch mit deiner Tochter. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du da vielleicht nochmal einen kleinen Einblick uns schenken könntest, ja. Wie deine Tochter davon profitiert. Wie alt ist die? 10. Ja, das nennt sie auch schon älter, also da kann man ja sicherlich schon was ablesen. Also was hast du ihr schon mitgegeben? Also ich glaube, ein Raum, wo meine Tochter von profitiert hat, ist, dass ich meine Tochter immer mitgenommen habe, weil es alleinerziehend auch sonst gar nicht anders möglich gewesen wäre. Und dass das, denke ich, auch eine Erfahrung ausgelöst hat von ich bin hier und das ist auch genau richtig so. Und nicht dieses, ich werde nicht gesehen oder ich gehöre hier nicht hin oder ich habe hier nichts zu suchen oder ich werde, weiß ich nicht, ich störe oder so, sondern eben dieses Gefühl, ich bin hier und das ist auch ganz selbstverständlich. Ich habe auch Sachen für mich als Nein abgewählt, wenn klar war, da sind Kinder nicht erwünscht. Ja, also da gehören Kinder irgendwie wegorganisiert. Also ich war zum Beispiel in einer Mastermind und da sagte mir die eine, das wäre ja total selbstverständlich, also dass man das so entsprechend organisiert, dass da irgendwie das, also ohne Kind irgendwie ist. Und da habe ich mir gedacht, das ist so menschenfeindlich, das ist so unnatürlich und das passt nicht zu mir. Mhm. Bei mir ist das zum Beispiel so, für mich sind die Kinder willkommen. Mhm. Ob eine Mama ihr Kind stillt, ob das Kind in der Tür steht, ob das mit auf dem Sofa ist, das ist für mich absolut, das ist Leben. Das kann ich doch nicht wegorganisieren. Ja. Und das will ich auch nicht, dass es jemand wegorganisieren muss. So, das ist so. Ob jetzt zum Beispiel der Katzenschwanz ja dann auf einmal vor der Webcam mitläuft oder wie auch immer. Ja, ist ja egal. Es ist ja alles eine Seele, so in verschiedenen Erscheinungsformen. So. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel mache. Und ich glaube, das ist etwas, dadurch hat meine Tochter eben auch viele verschiedene Einblicke von dem bekommen, was mich interessiert. Und ich glaube, dass sie da auch Inspiration mitbekommen hat. Und vor allen Dingen auch, und da haben wir immer wieder auch mal einen Austausch darüber, diese Entscheidung, ich entscheide mich, dass ich glücklich lebe. Also zum Beispiel, als ich mich von ihrem Papa getrennt habe, das war für mich eine Entscheidung. Und das war auch etwas, was meine Tochter nicht schön findet, wo sie erst auch ganz traurig gewesen ist. Und ich kann ja aber nicht ein anderes Leben leben als meins. Ich kann ja nicht sagen, ich bleibe in einer Beziehung, die gar nicht mehr meine ist, meinem Kind zuliebe. Ich weiß ich nicht. Und zum Beispiel diese Sommerferien, ich war so glücklich. Und mir ist das so aufgefallen, ich habe von allen Frauen, nicht allen, aber fast allen Frauen aus meinem Umfeld so Sachen gehört wie, ja, dann bin ich eben 2 Wochen mit dem Vater von meinem Sohn in dem Urlaub, damit er seinen Vater dann auch irgendwie hat, jeweils zu den Ferienzeiten 1 bis 2 Wochen und kommt dann mit einem gebrochenen Zeh zurück. Reit im Hotelzimmer, sauer gewesen, mit dem Fuß gegens Bett gedonnert, Zeh gebrochen.
Oder ja, ich habe dann runtergeschluckt, um keinen Streit vor dem Kind zu haben. Also eigentlich lauter so unglückliche, ich ertrage etwas, ich halte etwas aus, meinem Kind zuliebe. Und ich habe gedacht, wie cool. So Ilona und ich, wir machen genau das, was wir wollen. Wann wir wollen, wie wir wollen, wo wir wollen, mit wem wir wollen und aber eben auch nicht. So, und das hat sich so, das ist so viel Freude und so viel Freiheit drin. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großer Benefit. Ja, natürlich, wir haben Diskussionen gehabt und Zuluna war traurig und sie hat geweint und da war auch Vorwurf drin. Und gleichzeitig glaube ich eben auch, und das kann ich auch nicht wegzaubern, ja, dass ich sagen kann, naja, gut, ja, natürlich, verstehe ich. Sie ist auch drüber traurig, dass sie nicht diese Bilderbuchfamilie hat. Und gleichzeitig aber eben auch vorleben, ich kann bei aller Liebe für mein Kind auch nicht ein falsches Leben leben, was nicht meins ist und was aushalten und ertragen. Kann ich nicht, will ich nicht. Und da würde ich ihr das Falsche auch mit vormachen. Dann ist sie vielleicht irgendwann in einer Beziehung, die sie aushält, vielleicht dann ihren Kindern zuliebe. Das will ich auch nicht. Ja. Und das ist wirklich absolut wichtig und wertvoll, da voranzugehen und das mitzugeben. Also da, also ich habe ja keine Kinder, aber ich bin auch geschieden und es war eine Entscheidung für mich, also auch, und ich glaube, unabhängig, ob mit Kind oder ohne, und das ist bestimmt auch nochmal eine andere Grundlage womöglich, ganz sicher, aber diese Entscheidung für mich, da getrennte Wege zu gehen, das war so wertvoll und obwohl keine Kinder da waren, kann ich absolut bestätigen, dass das Umfeld da not amused war und das nicht verstehen konnte, so von wegen Absicherung und so. Und ich denke, nee, das ist mein Leben, das ist jetzt, kann ich schon ganz gut selber für sorgen. Das ist eine Entscheidung für mich. Also von daher kann ich das ein Stück weit auch sehr nachvollziehen, dafür sich selber loszugehen. Ja, super spannend. Also das war ja sehr persönlich und dafür danke ich dir sehr, dass du da so einen Einblick gegeben hast. Und das zeigt auch, dass alles immer möglich ist und letztendlich die Einstellung zu sich selber, zum Leben, zu den Mitmenschen, ja, das Wertvollste ist, was wir haben, denn das ist ein Leitstern, das kann eine gute Vision sein. Und ja, zum Abschluss, bevor du gleich schon in den nächsten Termin gehst, hast du noch irgendwie, hast du noch eine Message, irgendetwas, was du anderen Working Moms mit auf den Weg geben möchtest? Ja, liebe dich selbst bedingungslos. Liebe dich selbst bedingungslos, auch als Mama und gerade als Mama und genauso als Mama und unabhängig oder nicht, weil wir das tatsächlich ja auch nicht nur für uns machen und das wäre absolut schon ein wundervoller Rahmen, sondern als Mama eben auch für unsere Kinder machen, weil wir ihnen das eben vorleben, weil wir ihnen das zeigen, wie geht denn dieses Leben in bedingungsloser Selbstliebe? Wie gehen überhaupt liebevolle Beziehungen zu sich selbst, zum Kind, zu dem vielleicht auch Vater der Kinder? Also das ist für mich der Schlüssel in ein glückliches, erfülltes Leben und sich eben nicht hinten anzustellen und sich zurückzunehmen und sich zu reduzieren und sich klein zu machen und sich nicht hinzuhören, sich nicht wahrzunehmen, weil man denkt, man macht das aus Liebe fürs Kind, weil ich glaube, dass wir damit letztendlich, obwohl wir es gut meinen, die falsche Message rüberbringen an unser Kind und vor allen Dingen ja selber nicht glücklich sind. Deshalb ist meine Inspiration wirklich, liebe dich selbst bedingungslos. Und das ist die Basis, die bedingungslose Selbstliebe für die bedingungslose Liebe. Und dann machen wir auch nicht diese Vorwürfe, die man manchmal so hört, ja, ich wollte gerade Karriere machen, da wurde ich schwanger. Oh, das arme Kind, was mit dieser Schuld rumlaufen muss. Ich habe meiner Mama ihr Leben vermasselt. Jetzt bin ich da und ich bin schuld. Ja, sondern wirklich zu sagen, ich liebe mich selbst bedingungslos. Ich liebe dich bedingungslos. Ja, wunderschönes Schlusswort. Das lasse ich so stehen.
Liebe Sarasona, vielen, vielen Dank für alles, was du heute mitgebracht hast, für deine Zeit vor allen Dingen und ja, diese wirklich sehr wertvollen Inspirationen. Vielen Dank dafür. Ich danke dir für diesen Podcast. Und ja, nächste Woche gibt es noch eine Folge zum Working Mom Special hier im Frauenherzkraft Talk. Und ja, ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Von daher, hab eine gute Woche. Bis bald. Herz an.